wieder. Deine Geschichten erzähl Raupe Pasquarella. Ich habe dir ja versprochen, herauszufinden, wie es mit Jesus nach dem Essen weiterging. Nun habe ich die Geschichte herausgefunden. Und ehrlich gesagt finde ich sie ziemlich traurig. Aber trotzdem möchte ich dir diese Geschichte erzählen. Denn so wie die guten Geschichten zu Jesus gehören, gehört auch diese Geschichte zu Jesus. Nach dem gemeinsamen Essen ging Jesus in den Garten mit vielen Olivenbäumen. Er wollte dort in Ruhe beten. Aber bald kamen Soldaten und nahmen ihn gefangen. Jesus musste vor einen Richter. Am Ende wurde Jesus zum Tode verurteilt, obwohl er gar nichts gemacht hatte. Aber seine Gegner wollten Jesus loswerden. Er musste einen schweren Kreuzbalken auf einen Berg hinauftragen. Dort wurde Jesus an das Kreuz geschlagen. Seine Mutter, einige Frauen und sein Freund Johannes blieben bei ihm. Sie ließen Jesus nicht im Stich. Dann starb Jesus am Kreuz. Ein Freund von Jesus nahm den toten Körper von Jesus vom Kreuz und wickelte den Körper in ein Tuch. Dann legte er Jesus in eine Höhle. Das war das Grab von Jesus. Vor dieser Höhle wurde ein großer Stein gerollt. Die Mutter von Jesus, seine Freundinnen und Freunde waren sehr traurig. Ich finde die Geschichte ziemlich traurig. Deshalb soll meine letzte Perle auch nicht bunt werden. Meine letzte Perle soll schwarz werden. Ich finde, schwarz passt ganz gut zu dieser Geschichte. Aber auch wenn die Geschichte von Jesus etwas traurig ist, kann ich dich trösten. Denn die Geschichte mit Jesus ist noch nicht zu Ende. In der Kirche habe ich gehört, dass die Geschichte mit Jesus noch weitergeht. Aber wie die Geschichte mit Jesus weitergeht, das erzähle ich dir beim nächsten Mal. Ich bin jetzt erstmal ziemlich müde und erschöpft. In den letzten Tagen war sehr viel los. Deshalb werde ich mich jetzt in einen Kokon spinnen und lange schlafen. Und beim nächsten Mal, wenn ich wieder wach bin, erzähle ich dir die Geschichte. Und dann hat sich schon wieder einiges verändert.